Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Lady Shop News mit mir, dem Engage. So, wir schauen jetzt einfach mal in den Item Shop rein. Da gibt es nach wie vor den Nussknacker, den Crackshot. Und der Skin ist wirklich nice, nice, nice. Hinten das Backpack ist auch cool. Definitiv ein cooles Ding. Der Hut ist allerdings etwas von Nachteil, weil der einfach überall herausguckt und man da schnell einen Headshot bekommen kann. Habe ich gestern die Noten schon für gegeben, aber nichtsdestotrotz, wir können ja jetzt heute mal schauen, wie sind denn aktuell die Noten zum Crackshot geworden. So, hat sich da noch was verändert seit gestern? Schauen wir doch mal. Also, wir haben hier 4,03 von 5 bei 146 Votes, 352 Reminders. Ja, sehr, sehr geil. Dann gucken wir uns an die Crackabella, die habe ich gestern auch bereits bewertet. Auch sehr, sehr nice. Gucken wir mal, wie es da ausschaut. Crackabella. Oh mein Gott. Oh mein Gott, also die kam bei euch überhaupt nicht gut an. 2,5 von 5 bei 10 Votes. Ui, das ist wirklich schlecht, würde ich sagen. Okay. Jetzt bin ich aber gespannt, der Snow Globe, weil den finde ich richtig nice, muss ich sagen. Also für mich einen der schönsten Picken. 4,25 von 5 bei 4 Votes. 6 Reminders. Okay. Gab es noch irgendwas? Nein, damit wären wir hier schon durch. Jetzt gibt es den, ja, den neuen Skin Tinseltoes. Ist dieser, ja, erinnert so ein bisschen an den Hackywet oder so. Auf jeden Fall so ein irischer Kobold-Style. Weibliche Version. Erkennt man dann auch so ein bisschen an diesen Stiefeln. Das soll ein irischer Kobold oder sowas sein. Die spitzen Ohren für 800. Ja, kann einem gefallen, muss es nicht. Mir gefällt, ja, ich weiß auch nicht. Ist ganz okay, aber nicht so toll. Und was weiß ich. Ich gebe dem Ding 5 von 10. Bin mir sehr unsicher, ob es mir gefällt oder nicht. So, was haben wir da? 3,33 von 5 bei 3 Votes. So, dann haben wir einen neuen Emote. Den Crackdown-Emote. Habe ich jetzt selbst auch noch nicht gesehen. Schauen wir mal da rein, was das Ding hier macht. So, der Crackdown-Emote. Ja, Part of the Nutcracker Set ist tatsächlich dafür ausgelegt, für den Nussknacker. Schwer zu sagen, also erinnert mich irgendwie so ein bisschen an so eine Super Mario-Version. Gerade auch die seitliche Ansicht, wenn er dann die Arme so auseinander nimmt. Was soll ich dem Crackdown geben? Der Sound ist eigentlich ist der Sound ganz nice, aber ich gebe dem Crackdown 7 von 10. Schauen wir mal, wie sind da die aktuellen. Gibt es denn schon Noten dafür? 4 von 5 bei einem Vote. 13 Reminders. Dann haben wir den Googly. Sorry, 0 von 10. Ich finde den Googly einfach nur grausam. Grausam, grausam, grausam. Ich kann auch gerne nochmal die Äuglein nach vorne drehen. Und dann seht ihr, was ich meine. Also,
Der Googly 3,42 von 5 bei 12 Votes. Dann haben wir Armadillo, der jetzt, ja, der durch diese Paradise Palms Landschaft schon ein bisschen besser geworden ist. Den Armadillo kriegt von mir 6 von 10. Und hier haben wir aktuell 3 von 5 bei 13 Votes. So, dann haben wir den Cypher. Auch 6 von 10. 4 von 5 bei 2 Votes. 13. April 2018 ist erstmal drin gewesen. 11 Reminders nur, also das ist relativ uninteressant. Dann haben wir den Laughedup. Den finde ich immer sehr witzig. Den habe ich mir selber auch geholt. Mich damals das erste Mal gewundert, als da in der Lobby. Ich habe sofort gesagt, hier ist irgendwo ein Esel. Ja, und dann hat er gesagt, ja guck mal da, das ist ein Emote. Also der Laughedup kriegt von mir 10 von 10. Ich finde den mega geil. 3,29 von 5 bei 14 Votes. Dann haben wir hier noch diese Picke da, diese Exercise-Picke. Die Farben, die Farben, die Farben wieder, ne? Die sind schlimm. Hör ich mich eigentlich an. Was soll ich der Exercise geben? Gibt der 4 von 10. Die Farben sind einfach grauenhaft. Ja, 2 von 5 bei 2 Votes nur. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben, da schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News. Mit dem Herrn gleich, schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.